Schönen guten Morgen, Leute. Wie heißt es doch so schön? Wer sucht, der findet. Wir sind hier am Paina oder Paina Café Restaurant. Bin mir nicht so sicher, wie man das ausspricht. Das Restaurant Café liegt etwas außerhalb von Hua Hin. Würde sagen, so circa 10-11 Kilometer. Und soll nach unseren Informationen geöffnet haben. Die Koi, die klärt das da gerade ab. Liegt mitten in Reisfeldern. Kai schon wieder. Letzte Nacht heftige Regenfälle und auch etwas Sturm. Unsere Terrasse hat es auch ziemlich durcheinander gewirbelt. Alles wieder in Ordnung gebracht. Zuerst mal, bevor wir hier los sind, geöffnet ist das Café ab 10 Uhr. Wir sind mal wieder ein bisschen früh. Bei dem Steg werde ich mal wieder ein bisschen vorsichtig sein. Habe ja schon einmal meine GoPro hier versenkt. Ja, nicht hier, aber bei Bernd mal. Wirklich super, super gelegen hier. Spazieren wir mal hier rechts rum. Die Koi findet natürlich immer wieder direkt Kontakt zu den Leuten. Da war die Grab. Oh, da sind noch große Fische drin in dem kleinen Teich hier. Käufern was zum Spielen. Ich muss da immer alles mitmachen und werde da bald rücklinks runtergekippt. Riesenschrei von der Koi mal wieder. Naja, ich stabbe auch immer ins Fettnäpfchen. Ja, wir sind natürlich auch froh, dass wir hier mal hier rauskommen. Aber irgendwelche Abenteuer mit Schaukeln und so, die lasse ich lieber in Zukunft mal sein. Vielleicht kann man hier auch angeln. Willkommen. Willkommen. Anitok Bla der Mai. Ja, weiß Kai auch nicht, ob man hier angeln kann. Sie meint, man könnte da essen und sich einen Whisky trinken. Ding dong, ding dong. Ich hoffe, dass wir hier später wirklich was zu essen kriegen. Ist jetzt kurz nach 10 und wir haben noch nicht gefrühstückt. Aber erstmal hier rumlaufen. Was ist noch ein Deckkoi? Kann ja nur was Essbares sein. Und ich hatte eine rote Ameise im Nacken sitzen. Ja, die Früchte sind ziemlich süß, meint der Koi. Eigentlich ja nicht ihr Ding. Selfie-Time. Ich bekomme wieder klare Regieanweisungen von der Kleinen. Wo und was ich aufzunehmen habe. Naja, bin ich heute mal folgsam. Ich möchte auch mal aufs Bild, nicht immer nur die Koi. Klasse, Baumhaus, da muss ich natürlich hoch. Koi natürlich wieder vorne weg, wie immer. Upsala, ziemlich steil. Geht noch eine Etage höher. Und jede Menge rote Ameisen. Jede Menge von den großen Ameisen. Tepp die auf. Koi meint gerade, das wäre alles sehr stabil hier. Naja, wackelt doch ein bisschen. Eieiei, runter ist schwer, ja. Aus dem Grund ist das sehr beliebt bei den Thais. Am Wochenende kommen zahlreiche Thais nach hier. Wie ein Selfie. Ameisen ohne Ende, Leute. Ameisen ohne Ende.
und haben beim Niedersitzen. Die sitzen überall in der Kamera, unterm T-Shirt, unter der Kappe. Ihr habt gesehen, was da an Ameisen rumkreuschte und fleuchte. Und seltsamerweise, keine Ameise ging auf die Keule los, nur auf mich. Da stimmt aber nicht. Oho. Mein Schakatee. Und hier habt ihr die Kleinen mal zur Ansicht. Zum letzten Mal lief ich durch ein Reisfeld im Isan, irgendwo in Nangrong. Allerdings da ohne diesen Steg. Und der hat noch einige Zeit vor sich zum Reifen. Aber ist eine tolle Ecke hier, ne? Berge im Hintergrund. Da ist er schön in Hua hin. Sämtliche Landschaftsformen vorhanden. Meer vor der Türe, Berge und Landwirtschaft. So nennt sich das Ganze, einfach zu finden. Gehe ich mal von aus. Hier der Restaurationsbereich. Und scheinbar bekommen wir da auch was zu essen dann. Kai guckt sich schon mal die Speisekarte an. Glaube ich noch mal gerade bis hier vorne. Übrigens, die Bedienung sagte, wenn gewünscht, wird das Essen auch in diesen kleinen Hütten da serviert. Aber da möchte ich den heute nicht zumuten. Vielleicht können wir nachher heimlich eine von den Pflanzen ausbuddeln. Die fehlen noch im Sortiment. Alles stabiles Fachholz. Raffinierte Deckenkonstruktion. Ja Leute, wir könnten ja essen, allerdings wird das in Styroporboxen angepackt und wir könnten in einer dieser Hütten essen. Also nehmen wir von hier was mit und essen das dann zu Hause. Vielleicht sinnvoller. Ich möchte euch dann auch noch mal kurz den Innenbereich zeigen, da oben Menü oder vielmehr das sind Getränke nur. Ich weiß ja nicht, wo das Menü ist, wo die Keule her hatte. Ich glaube, da gibt es nur den Zettel, worauf man bestellen kann. Also Essen ist hier möglich in einer dieser Hütten hier vorne, kein Problem. Aber wir nehmen Essen halt mit. Darf nicht wahr sein, 2 Minuten nicht aufgepasst und die stibitzt hier schon wieder Ableger. Habt ihr den Blick gesehen? Wenn ich gerne noch gucke, dann geht noch einer mit. Ja Leute, kurzer Abschlussbericht. Geöffnet ist das Restaurant jeden Tag, Restaurant Café. Es kann auch hier gegessen werden, wird allerdings dann in diesen Styropor-Schälchen serviert und kann nur in den kleinen Hütten gegessen werden. Da kommt unser Essen zum Mitnehmen. Und so sieht das Ganze aus. Kostet 89 Baht. Das Haus hier gehört nicht mehr zur Anlage des Cafés. Aber schaut euch das an hier. Alles aus Kokosnüssen gemacht. Und dann raffiniert in so einem Baum platziert. Also immer wieder tolle Ideen, die Thais. Und er hat das Ganze fabriziert. 89 Baht mag dem einen oder anderen jetzt teuer erscheinen, aber kommt auch in Thailand immer auf die Location an, Leute. Also ich kann da nicht meckern und bin gar nicht bereit, für so eine Location oder in so einer Location auch mal 89 Baht fürs Essen zu bezahlen. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Jo Leute, und was glaubt ihr, was Koi als erstes machte, als wir nach Hause kamen? Richtig geraten. Sie kümmerte sich mal wieder um die Pflanzen. Ich weiß auch mal, wer nicht, wo Satz hier hat, hier diesen Mulch oder was immer das ist. Und da hat sich wieder irgendwelche Erde zurecht gemacht. Ach, die ist auch schon wieder alle. Müssen wir
auch bald wieder los, noch zwei Sack Erde da. Und da sind die beiden Pflanzen, die sie stibitzt hat. Und auch sonst hat sich ja einiges getan. Die ganze Reihe ist auch neu. Ich wusste auch gar nicht, dass die Pflanze so schöne rote Blüten bekommt. Und ja, da hat sich mal wieder so einiges getan, muss man sagen. So, jetzt seid ihr so pflanzenmäßig auf unserer Terrasse auch wieder auf der Höhe.